Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und wir werden direkt weitermachen. Wir gehen jetzt hier ins Inn rein und wir werden jetzt hier in der Story weitermachen. Mr. Cloud? Ihre Gruppe erwartet Sie im zweiten Stock. Dankeschön, ich wollte jetzt aber eigentlich eure Schränke hier plündern. Naja, mehr erzählt sie nicht. Okay, also ich denke mal, hier gibt es auch weiter unten nichts, deswegen gehen wir direkt schon hoch. Oh, Cloud, du kommst spät. Moment, Moment. Also, wir können hier in diesem Schrank, kommen wir nicht ran. Ein Item bekommen. Leider kommen wir nicht ran. Das Geheimnis dabei besteht, das immer wieder und immer wieder aufzumachen, solange bis es rausfällt. Mich wundert es nur, dass er zwar die Tür aufmachen kann, aber das Item trotzdem nicht kriegt. Mist! Mega-Elixier weggelegt. Sehr schön. Leer. Gut, dann können wir jetzt hier anfangen. Hey Mann, du kommst spät. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Schätze, es sind jetzt alle hier. Erzähl uns deine Geschichte. Über Sephiroth und die Krise, in der sich der Planet befindet. Erzähl uns alles. Ich wollte mal wie Sephiroth sein, also wurde ich solcher. Nachdem ich bei einigen Einsätzen mit Sephiroth gearbeitet hatte, wurden wir Freunde. Den nennst du einen Freund? Tja, nun, er ist älter als ich und sprach fast nie über sich selbst. Ich glaube, man könnte uns als Kriegskameraden bezeichnen. Wir vertrauten einander. Bis eines Tages... Eines Tages? Nach dem Krieg wurden die Soldier beauftragt, den Widerstand gegen Shinra zu brechen. Das war vor 5 Jahren und ich war 16. Es regnet wirklich in Strömen. Hey, wie geht's? Alles in Ordnung. Ich weiß nicht. Ich war noch nie seekrank. Alles klar? Hey. Beruhige dich. Sie haben mir eine neue Materia gegeben. Ich will's einsetzen. Wie ein Kind. Wirst du uns über den Einsatz aufklären? Das ist kein normaler Einsatz. Gut. Warum sagst du das? Ich bin Soldier geworden, um zu sein wie du. Als ich endlich zur ersten Klasse befördert wurde, war der Krieg schon vorbei. Mein Traum, ein Held wie du zu werden, wurde durch das Kriegsende zunichte gemacht. Darum melde ich mich immer, wenn es einen Auftrag gibt, um mich selbst auf die Probe zu stellen. Sag, wie fühlst du dich, Herr Sephiroth? Ich dachte, du wolltest den Zweck der Mission erfahren. Unsere Mission besteht darin, einen alten Mako-Reaktor zu untersuchen. Berichten zufolge gibt es eine Störung und schlimme Monster entstehen. Zunächst müssen wir die Kreaturen loswerden. Dann werden wir die Ursache der Störung ermitteln und beseitigen. Monster? Wo? Im Mako-Reaktor in Nibelheim. Nibelheim. Da komme ich her. Deine Heimatstadt. Oh, uns ist gerade etwas Seltsames in den LKW gelaufen. Das muss das Monster sein. Ja, und wir haben jetzt hier einen Showkampf, den wir eigentlich gar nicht so großartig kontrollieren können. Wir versuchen jetzt mit Cloud anzugreifen. Das Komische ist, er hat eine Materia bekommen. Wieso benutzt er die dann noch nicht? Sephiroth greift währenddessen an. Es ist normal, dass Cloud hier stirbt. Und Sephiroth das Viech im Alleingang besiegt. Das war's schon. Sephiroths Stärke ist unvorstellbar. Er ist in Wirklichkeit noch stärker als in jeder Geschichte, die ihr vielleicht über ihn gehört habt.
aber was hat das mit dir zu tun? Ich? Ich war fasziniert von der Art, wie Sephiroth kämpfte. Und dann erreichten wir Nibelheim. Ja, Nibelheim ist die Stadt, in der Cloud aufgewachsen ist. Dort hat er sich mit Tifa das Versprechen gegeben, sie zu beschützen, wenn er berühmt ist. Wie fühlst du dich? Das ist das erste Mal seit langem, dass du in deiner Heimatstadt bist, oder? Also, wie fühlt es sich an? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe keine Heimatstadt. Und was ist mit deinen Eltern? Meine Mutter ist Genova. Sie starb direkt nach meiner Geburt. Mein Vater... Tja. Er wollte beinahe über sich erzählen. Was macht das schon? Also gut, lass uns gehen. In Wirklichkeit erinnert er sich, glaube ich, nicht an seinen Vater. Ich weiß es nicht so recht, aber ich weiß es. Wirklich nicht so recht, aber ich denke mal, er erinnert sich nicht mehr. Psst, wenn du weiter hier herumwanderst, bekommst du Schwierigkeiten. Es ist so langweilig, Wache zu halten. Sollen wir tun, was wir sonst auch immer tun? Sollen wir üben? Üben. Ach, du meinst meine Pose. Muss man als Soldier immer darauf Acht geben, was andere Leute denken? Wie ging's? War's so? Gute Arbeit. Ich will wirklich nicht Soldier sein. Wieso bist du dann hier? Das ist deine Arbeit, also sei ruhig. Ich komme und spreche ab und zu mit dir. Bleib einfach. Hier stinkt's ganz schön nach Marco. Immer. Okay, müssen wir allein jetzt vorlaufen oder was? Hey, Moment mal. Ist das nicht... der Name von Sephiroths Mutter? Ich erinnere mich an Genova. Dieses verdammte kopflose Gespenst, das im Shinra-Gebäude lebt. Das stimmt. Barrett, würdest du uns bitte hören lassen, was Cloud zu sagen hat? Fragen kannst du hinterher stellen. Tifa, ich hab doch nur... Okay, Cloud, fahr fort. Die Freunde sind wieder vereint. Ich war wirklich überrascht von Tifa. In der Stadt ist es ruhig. Alle bleiben wahrscheinlich aus Angst vor den Monstern im Haus. Nein, vielleicht haben sie Angst vor uns. Wir machen uns im Morgengrauen in Richtung Reaktor auf. Seht zu, dass ihr früh ins Bett kommt. Irgendwie ist das Inn immer auf der linken Seite am Stadteingang. Sehr merkwürdig. Wir brauchen nur eine Wache, sodass die anderen etwas ausruhen können. Oh, und ihr könnt eure Familien und Freunde besuchen. Jetzt ist der Erste rausgekommen, auf jeden Fall. Ich werde aber erst kurz mit den Soldaten sprechen. Mann, ich bin so nervös. Warum? Hör mal, man weiß nie, wann ein Monster auftaucht, oder? Ich hörte, dass Sephiroth kam und habe mein Fotoapparat gezückt. Ich möchte ein Bild von Sephiroth und einem Monster. Geh ins Haus zurück, es ist gefährlich. Na gut, Schwachkopf. Hä? Dieser Typ ist echt. Du, bist du Cloud? Oh, wirklich? So ist das also. Mensch, Cloud, aus dir ist ein gut aussehender Junge geworden. Dann fotografier mich. Komm schon, Cloud, ich mache ein Bild von dir und Sephiroth. Okay, später. Erstmal schauen wir uns wieder die ganzen Häuser an. Willkommen. Hey, bist du nicht... War ich schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt gehst du mir aber auf die Nerven. Das ist doch egal. Mach schon weiter. Ja, also so gesehen können wir nicht unbedingt diese Häuser betreten und irgendwas machen. Es wird immer wieder willkommen. Hey, bist du nicht... Es wird immer wieder dieselbe Szene sein.
dass er sich nicht erinnern kann, diese Person halt verschwindet und wir aus dem Haus förmlich rausgeschmissen werden. Das ist jetzt nicht so wichtig. Also wir können jetzt hier unten reingehen. So, und was gibt's hier Feines? Anscheinend nicht so ganz viel. Hier vielleicht im Kühlschrank. Nee, auch nicht. Oh, du gehörst zu Shinra. Willkommen. Oh, es tut mir leid. Du bist es, Cloud. Ich habe dich nicht erkannt. Shinra? Shinra? Soldier? Salza? Wirst du die Ungeheuer töten? Wirst du? Ja. Er ist so toll. Er ist einfach toll. Also der Kleine, der kann nicht selbst sprechen anscheinend, der spricht nur nach. Okay, sonst irgendwas Kistenmäßiges? Hier ist eine Kiste, aber die kann ich nicht öffnen. Gut, dann wieder runter. Also in diesem Haus ist es wirklich sehr uninteressant. Auch keine Items, gar nichts. Gut, und jetzt eine kleine Besonderheit. Wir können das Haus von Tifa betreten. Moment. Irgendwelche Items? Nix. Cloud? Bist du in mein Haus gegangen? Ja. Ich dachte, du wärst zu Hause. Na, rein da. Irgendwelche Items? Anscheinend gar nicht. Also hier in dieser Traumsequenz habe ich nicht wirklich Glück, was Items angeht. Rein da. Keine Items, das gibt's ja nicht. Na gut, dann gehen wir halt in Tifas Zimmer. Ey, komm mal raus da und hier rein. Cloud, bist du in mein Zimmer gegangen? Ja. Er dachte immer noch, du wärst da. Teenie-Unterwäsche. Cloud. Ist nur ein Witz, werd nicht sauer. Cloud, wir sprechen hier über was sehr Wichtiges. Kann ich das nochmal machen? Oh, verdammt. Der Brief. Hast du ihn gelesen? Mein Brief? Ja. Erinnerst du dich, was drin stand? Ich erinnere mich genau. Ich las ihn. Es war ein Brief an Tifa, dem Sohn des Was? An Tifa, dem Sohn des Besitzers der Gemischtwarenhandlung adressiert? Wahrscheinlich, es war ein Brief von Tifa und adressiert an den Sohn des Besitzers des Gemischtwarenhandlung oder so. Tifa, wie geht's? Ach nee, von dem Typen. Naja, Tifa, wie geht's? Ich bin vor 8 Tagen in Midgar angekommen. Gestern hat sich ganz Nibelheim versammelt, um mich willkommen zu heißen. Die einzige Person, die wir nicht erwischt haben, war Cloud. Aber alle sagten, er sei sowieso nicht so eng mit uns befreundet. Also selbst wenn wir gefragt hätten, wäre er vermutlich nicht gekommen. Lass uns nicht weiter über ihn sprechen. Midgar ist wirklich toll, aber um die Wahrheit zu sagen, ich bin so hinter allem her. So habe ich den Kontakt verloren. Selbst die Zimmer der Leute in den Slums sind sauber. Im Moment lebe ich in den Slums, aber ich habe vor, in ein richtig schönes Zimmer zu ziehen, so wie die in den Zeitschriften, sobald ich etwas Geld verdient habe. Aber dazu muss ich erst einen Job finden. Es stimmt, ich habe immer noch keine Arbeit gefunden. Ich habe meine Eltern angelogen und ihnen erzählt, ich hätte einen tollen Job bei Shinra. Ich frage mich, ob es wohl zu spät ist, zurückzugehen. Manchmal denke ich, ich hätte das Geschäft meiner Eltern übernehmen sollen. Cloud, erinnerst du dich an alles? Ja, ich kann mich an alles erinnern. Das war irgendwie über mich. Ich bin gerade in Midgar angekommen, aber ich denke die ganze Zeit an Nibelheim. Hey, Tifa, funktioniert der alte Wasserturm noch? Wie geht's dem alten Mann vom Gasthof? Sind meine Eltern noch jeden Tag im Geschäft? Haben irgendwelche Ungeheuer angegriffen? Und vor allem, wie geht's dir, Tifa? Ich fühle mich, als hätte ich dich seit Jahren nicht mehr gesehen.
Wir haben gestern über dich gesprochen. Alle mögen dich. Aber weil sie dich alle so verehren, konnte ich ihnen schlecht in den Rücken fallen. Ich war immer so kühl, aber in Wirklichkeit hatte ich nur Angst, abgewiesen zu werden. Wow, wenn ich so weiterschreibe, wird das ein Liebesbrief. Ich mache jetzt lieber Schluss. Pass auf dich auf. Ich schreibe bald wieder. PS, schreib mir, okay? Okay, also das ist wirklich so eine Art Liebesbrief oder so von einem Verehrer. Und ja, wir haben die geheime Nachricht gelesen. Aber ganz ehrlich, boah, sag mal, wie viel hat denn der geschrieben? Das ist ja echt heftig. Hier haben wir ein Klavier. Hast du auf meinem Klavier gespielt? Ja, habe ich. Also wie ging das nochmal? Nicht wirklich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Dann gibt es eine bestimmte Musik, die man dann, also einen bestimmten Noten, die man machen muss. Und ich kann mich aber leider nicht mehr daran erinnern, wie das war. Wir gehen auf jeden Fall raus. Durch dieses kleine Klavierspielerei ist es etwas musiklos jetzt hier mittlerweile. Aber das ist ja egal. Kommt eh immer die ganze Zeit dasselbe. Das ist mein Haus. Es hat nichts mit dem Ereignis von vor 5 Jahren zu tun. Warte, ich will das hören. Ich auch, es ist schon lange her, oder? Erzähl uns mehr. Du hast deine Familie gesehen, oder? Okay. Ich weiß nicht, ob man es Familie nennen kann. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Darum hat meine Mutter allein in dem Haus gewohnt. Ja, ich habe meine Mutter gesehen. Meine Mutter war ein sehr lebensfroher Mensch. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Aber ein paar Tage später starb sie. Aber als ich sie sah, schien alles in Ordnung. Das ist die Mutter von Cloud. Die Ähnlichkeit ist unverkennbar, gerade wenn man auch an das Kostüm denkt, was er bei Don Corneo anhatte. Ah? Ja? Cloud? Willkommen zu Hause, Cloud. Hallo, Mama. Komm, komm, lass dich anschauen. Du siehst wirklich gut aus. Dieses Weiße, was wir hier gerade gesehen hatten, das sind so, ich denke mal, so Erinnerungslücken oder so, dass es sich nicht komplett an alles erinnert. Ist das eine Uniform von Soldier? Mama, ich... Mensch, bist du gewachsen. Ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Mir wäre wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Bin nicht interessiert. Isst du auch richtig? Es geht mir gut. Die Firma kümmert sich um mich. Wirklich? Du kannst nicht kochen, oder? Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Cloud? Du weißt das, Cloud. Nicht wahr, Cloud? Ich werde immer deine Mutter sein. Lass uns damit aufhören. Ja, das war jetzt erstmal so dieses ganze Nebenzeugs. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz noch nach oben. Diese Villa. Nein, das kommt später. Aber den hier kann ich gerade mal ansprechen. Na, komm her. Bist du von Shinra? Ja. Großspurige Rotznase. Wer bist du? Ich bin in dieser Stadt der... Bist du nicht Cloud? Kennst du mich nicht? Du bist Tifas... Richtig, ich bin Tifas Vater. Ich möchte, dass du dich von meiner Tochter fernhältst. Was? Hallo? Okay. Okay, ja, wir werden diesen Part aber erstmal beenden. Ich bin jetzt schon wieder eigentlich bei der Zeit und wir gucken gleich mal weiter. Ich gehe jetzt
kurz ins, also gleich ins Inn rein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ciao, ciao.